Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tutobi spielt Feed the Beast Modpack Direwolf 20 1.5.2 Version 1.5.2. Und zu Beginn gehen wir erst einmal schlafen und hören auf, das wie eine epische Geschichte zu erzählen. Gut, wir haben jetzt Zinnplatten. Damit machen wir hier Zinnzellen. Ups. Das ist jetzt Schwachsinn. So geht's doch viel einfacher. Zack. Drei Stacks Zellen. Dann nehmen wir hier Lehmstaub. Und schauen mal. Den Maßwerte schalten wir erstmal hier ab. Also trennen wir. Den Transformer trennen wir auch. Ich will mal sehen, ob das nicht geht. Einfach nur den Strom hier in den Industrial Electrolyzer laufen lassen. Nein, 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 nein! Gut, dass die Sachen so eine hohe Explosionsresistenz haben. Alter, hätte er mir jetzt den halben Industrial Blastfeld da weggesprengt. Dachte ich einmal nicht auf Creeper und schon kommt da einer. Boah. Schock meines Lebens. Ah, es funktioniert perfekt. Okay, nächstes Rezept. 10.000 EU pro Vorgang. Und wir haben, glaube ich, ja, 280.000 EU. Und produzieren wir mehr oder weniger, als wir verbrauchen? Wir produzieren weniger Strom, als wir verbrauchen. Aber wir produzieren trotzdem noch so viel. Das wird auf jeden Fall alles problemlos verarbeitet werden können. Das war schon alles. Obwohl. Ne, wir brauchen 32 Silikonzellen. Weil man kriegt ja nur die Hälfte an Platten. Also. Jetzt würden wir nur 8 Platten bekommen. Damit könnten wir nur 4 Solarzellen machen statt 8. Also noch ein Stack. Man sieht, je weiter wir kommen, umso leichter werden solche Sachen. Einzelne Vorgänge werden leichter. Andere kommen irgendwann dazu, wie zum Beispiel das Herstellen von Chrom und so und Titanium. Haben wir bisher kaum mehr hergestellt. Werden wir in Zukunft viel mehr brauchen. Und ja, deswegen wird das. Also einige Sachen werden leichter. Dafür kommen auch einige schwere Sachen dazu, die wir dann erstmals craften müssen. Ah, hier haben wir noch einen angeborenen Stack Gunpowder. Habe ich es doch gewusst. Wir haben schon fast 3 Stacks Schwarzpulver. Das ist super. Silikonplatten brauchen 128.000 EU. Das heißt, wir können hier gerade mal 2 Platten machen. Nicht sonderlich toll. Von 16.
Wir brauchen halt erstmal dringend Strom. Das ist halt jetzt das Problem gewesen. Wir haben jetzt. Also, ich habe ja jetzt einfach den MFE abgetrennt. Dadurch die ganze Energie darin verloren. Und jetzt mussten wir von null wieder aufladen. Und ja, das dauert natürlich. Wie kommt der zweite halbe Stack rein? Ich hab doch nur einen Stack halbiert und aufgeteilt. Wieso hat das hier gerade 47 Kohle gehabt? Das sollte so eigentlich nicht sein. Sodium. Können wir eigentlich schon zentrifugieren, aber wir haben, glaube ich, gerade nicht so recht den Strom dafür. Beziehungsweise wir brauchen Strom, deswegen lasse ich es erstmal. Dann kommt hier noch das ganze Eisenstaubzeugs rein. Dann brauchen wir noch neue Kabel. Bei der Kühlparty ja welche zerstörten, wir haben alle verbraucht. Isolation. Und dann können wir das hier wieder verbinden. Ich glaube, wir müssen uns endlich mal Fässer zulegen. Wir haben teilweise von einigen Sachen echt so viel auf Lager, dass das schon die ganzen Kisten verstopft. Zum Beispiel das ganze Bauxit oder das Silber und Eisen, so ist der hat sich auch ziemlich. Ja, vor allem gerade Zinn. Eisen haben wir ja leider nicht so viel. Mensch, wir brauchen Strom. Macht hinne, ihr Generatoren. Wir haben 32 Silikonzellen, das heißt, wir müssen 16 Vorgänge machen, da bei einem Vorgang 16, 2 Zellen verbraucht werden. Moment kurz. So, das heißt 16 Vorgänge mal 128.000. Wir bräuchten theoretisch 2.048.000 EU. Das Problem ist, das dauert zu lange. Das kriegen wir in dieser Folge nicht mehr hin. Vielleicht mache ich auch mal eine Pause und komme dann gleich irgendwie wieder, wenn der Strom da ist oder so. Lass den Server irgendwie ein bisschen laufen. Ich habe eh noch andere Dinge zu tun. Ich denke, das mache ich. Ich lasse die Maschinen hier noch weiterarbeiten. Irgendwann werden die fertig sein. Und der MFSU wird währenddessen fleißig Strom sammeln. Also, was mache ich daraus jetzt? Ein Riesenabschied. Für euch würde es ja wahrscheinlich sofort weitergehen. Also, bis jetzt.